von der Insel Föhr in die deutschen Charts. Stanford sind auch in dieser Woche dabei und halten sich wacker in den Top 20. Allerdings geht es ein paar Plätze runter für In Your Arms, und zwar von der 16 auf die 20. Die Musik- und Klatschwelt ist begeistert. Britney hat ihm wieder ihren Waschbrettbauch. Jetzt wird alles wieder gut. Nur in den Charts geht es 4 Positionen nach unten. Nur noch die 19 für Womanizer. Sein Mundwerk ist zwar manchmal ganz schmutzig, ansonsten ist Bushido aber immer wie aus dem Ei gepellt. Maniküre, Pediküre und jeden Tag eine frische Calvin Klein Unterhose muss schon sein. Trotzdem nur noch Platz 18 für immer jung. Man sieht es ihnen zwar nicht an, aber die Pussycat Dolls sind große Fans von leckeren Süßigkeiten. Eine Tafel Schoki dürfte also über den Verlust der Position 14 hinweg helfen. Es gibt die 17 für I Hate This Part. Pink hält nicht allzu viel vom Winter und hat sich auf den Weg in die Karibik gemacht. So muss sie sich also von dort aus ansehen, wie So What in den deutschen Charts von der 12 auf die 16 purzelt. Auch Leona Lewis reiht sich in die lange Riege der Ich-bringe-ein-Parfum-raus-Stars. Mit frischem Duft darf sie mit Run von der 18 auf die 15 klettern. Noch in 100.000 Jahren wirst du... Es tut uns wirklich leid, DJ Ötzi, aber das war's erstmal mit den Top 10. Noch in 100.000 Jahren legt ein Absturz von der 10 auf die 14 hin. So live your life. Hey. Ganz schön eifersüchtig, die Rihanna. Wenn es um ihren Freund Chris Brown geht, lässt Rihanna kaum ein Mädel in seine Nähe. Sie selbst darf allerdings ohne Probleme mit T.I. ein Duett aufnehmen. Live Your Life bleibt auf der 13. Unterm Ende der Straße steht ein Haus am See. Der See dürfte immer noch schweinekalt sein. Peter Fox träumt aber trotzdem noch von seiner idyllischen Altersresidenz. In dieser Woche passiert das auf der 12. Haus am See verliert einen Platz. Beyoncé gehörte zu den glücklichen Superstars, die beim Amtsantritt von Barack Obama auftreten durften. Das sollte sie ein bisschen darüber hinwegtrösten, dass If I Were a Boy aus den Top 10 gekickt wurde. Nur noch Platz 11. Kevin Rudolph macht sich auf den Weg in die Charts der Welt. Er ist zwar eher im Rockbereich beheimatet, wartet aber im aktuellen Song mit Rapper Lil Wayne auf. Dafür gibt es in dieser Woche einen frischen neuen Platz 10. Alle Silbermond-Fans können sich schon mal den Mai dick im Kalender markieren. Da gehen die Bautzener nämlich auf große Deutschland-Tournee. Bis zum Schluss mit Curse verliert in dieser Woche 2 Plätze und landet auf der 9. Guru Josh ist mit seinem Infinity 2008 seit Monaten nicht mehr aus den Top 10 wegzukriegen. Auch in dieser Woche ist er noch mittendrin dabei. Allerdings nur noch auf Platz 8. Es ist offiziell, Amy McDonald wird in diesem Jahr beim Echo auftreten. Vielleicht gibt es ihrer Position in den Charts dann wieder einen kleinen Schubs nach oben. In dieser Woche muss This Is The Life nämlich einen Sturz auf die 7 hinnehmen. Pink und Corey Hart sind immer noch Busenfreunde, wie sie im Buche stehen. Täglich telefonieren und zusammen auf die Piste gehen ist da selbstverständlich. Für Sober geht es in dieser Woche nach unten auf die 6. Are we human? Die Killers sind zwar aus Las Vegas, mit dem Millionengewinn im Casino hat es aber bisher nicht geklappt. Also wird man einfach Popstar, da bekommt man auch eine Menge Schotter in die Kassen gespült. Human klebt weiter auf der 5 fest. Rihanna ist Justin Timberlake doppelt dankbar. Er kuschelt nämlich nicht nur ein bisschen mit ihr rum im Clip zu Rehab, sondern hat den Song auch noch extra für sie geschrieben. Zur Belohnung gibt es einen nagelneuen Platz 4. Herzlichen Glückwunsch an Mando Diao. Sie dürfen sich über den bisher höchsten Neuanstieg im neuen Jahr freuen. Dance with Somebody schießt von der 0 auf die 3. Was soll man noch sagen? Polarkreis 18 können sich wahrscheinlich bald eine große 2 auf die Stirn tätowieren. Diese Position scheinen sie nämlich nie wieder abgeben zu wollen. Auch in dieser Woche die 2 für Allein, Allein.
Schon sind wir bei Platz 1 angelangt und da befindet sich natürlich wie seit eh und je Katy Perry mit Hot and Cold, wofür sie in dieser Woche, glaube ich, irgendwo vom Bundespräsidenten Angie Merkel und Jürgen Klinsmann einen Pokal, diverse Badehosenaufnäher, Wimpel und verschiedene Aufkleber überreicht bekommt. Und auch wenn ich mich natürlich wie Bolle für Katy Perry freue, muss ich sagen, irgendwann muss auch mal gut sein. Irgendwann muss man auch mal wieder die anderen nach vorne lassen. Sonst fühlen die sich nämlich total benachteiligt. Also gucken wir einfach mal, was nächste Woche daraus wird bei einer neuen Ausgabe der Top 100. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis